Alles klar, das macht Sinn. Das ergibt viel Sinn. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Teil Rollercoaster Tycoon 3. So, heute ist es Teil der eigentlich Könige, aber das ist hier nicht dabei. Alles klar, das fängt ja schon mal toll an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Besucher im Park wir brauchen. Ich glaube, das ist 200, 300. Und dann nehmen wir es in 254. Da müssen es hier eigentlich sein, theoretisch. Ja, 6, ja, 600. Das heißt 354, 600. Okay. Sollte möglich sein. Wir dürfen nicht Landschaft gestalten. Das ist ja blöd. Okay. Langfristig brauchen wir hier eine Transportbahn. Das Blöde ist bloß, wie bauen wir das Ding in die Landschaft ein, dass wir es benutzen können. Das ist das Einzige, was schwierig ist, aber nicht ganz unmöglich sein sollte eigentlich. Also hier den Berg müsste man eigentlich. Nee, man kommt nicht rauf. Ist das ätzend. Oh nee. Wieso? Oh Gott. Also so kann ich schon mal keine wirklich, ja, gut. Also eigentlich hätte ich jetzt ja vorgehabt, hier eine Transportbahn hinzubauen. Ja, ich konnte doch hier vorhin noch. Einen Weg bauen. Also jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Okay. Wir können zumindest hier schon mal keine wirkliche Transportbahn bauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hiervon. Also. Ich wollte eigentlich hier unten eine Transportbahn haben, aber es funktioniert nicht. Also am liebsten wäre ich tatsächlich für dieses Terrain hier einen Sessellift. Kann hier einfach so schön runterziehen und dann passt das. Aber das wird nichts. Deswegen ist eine für Achterbahnen da. Ohne wilde Minenholzbahn. Das ist gut. Also die Achterbahn ist immer für eine Überraschung gut. Hier. 5. So. Vier. Das haben wir ein bisschen sehr hoch. Das reicht so. Oi. Oh. Oh yeah. Das könnte man jetzt natürlich genauso weitermachen. Wäre aber langweilig. Also theoretisch sollte das eigentlich so die perfekte Kurve darstellen.
tut es jetzt aber gerade nicht. Muss ich es doch so machen. Dann ist jetzt die Frage, ob das überhaupt noch so funktioniert. Also hier, ich meine, Reibung ist ja schon so eine Sache. Ui. 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 Oh ja. Yeah. Das geht. Das war ganz sicher. Also wir haben jetzt hier quasi viermal das exakt gleiche Konstrukt. Easy. Jetzt geht's dann hier. Ja, langsam runter. Oh ja, yeah, also diese Bahn wird bestimmt cool. Gott, wo sind wir denn? Okay, wir sind hier unten. Solange man hier noch eine Straße hinbauen kann. Okay, das schon mal nicht. Alles klar, ich habe eine Achterbahn gebaut, die mir nicht. Doch, die kommen sogar. Es gibt nämlich keinen Ausgang zu machen. Haha. Buja, es geht. Die zweite kann man machen. Okay, wir gehen mal aus dem Baum raus.
Okay, Zäune haben wir jetzt natürlich. Alles klar. Das ist doch schon mal was. Gut, der Ausgang ist jetzt natürlich nicht nur ein bisschen blöd. Da hinten, weil es ist ja irgendwie nicht der Arsch der Welt. Oder so? Okay. Eigentlich ist es ja der Arsch der Welt. Man kommt von da auch nicht mehr wirklich weg. Alles klar. Das ist professionelles Wegbauen. So macht man das. Gut, also die Bahn hätten wir. Ist also hier nur noch alles hölzern machen. Und dann die Zeit fortsetzen. So. Zirkus. Alles klar, wieso gibt es einen Zirkus? Ah. Wieso? Gut, ich kenne einen Erlebnispark, wo ein Zirkus mit dabei ist. Das ist doch nicht normal. Freefall Tower. Das ist cool. Okay, das ist creepy. Das ist sehr creepy. Modus Freefall. Easy. Schiff. So, lala. Wie gesagt, der Anfang eines jeden Parks ist eigentlich fast gleich. Oh, wenigstens gibt es einen thematisch passenden Eingang als Schiff. Automatisch gleich dazu. Jetzt kommen wir mal dahin. Das ist mir sogar schon ein passender Wegeanschluss. Auch gut, okay. Also hier brauchen wir definitiv lieber nochmal den Abenteuereingang. Alles klar. Ja. Gut. Das ist toll. Jetzt öffnen wir aber lieber mal das Piratenschiff. Und haben wir noch eine Schlange gespawnt.
Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist sogar sehr gut so. Finde ich. Okay, jetzt ist es sehr lustig hier. So, das muss dahin. Das muss dahin. Jetzt können wir einmal den hier löschen, einmal den löschen, dann passt das hier wieder. Und jetzt haben wir sogar ohne Witz drei Attraktionen nebeneinander. Und nur ein A. Und der Ausgang ist einmal da hinten, ist einmal da hinten. Einmal direkt daneben und einmal auch ihr da hinten. Alles klar, das macht das ergibt viel Sinn. Hier kann man sich extra einkaufen, oder? Buja. Hat ja keine Ahnung, was ich da hinten mit diesem extra Land hier soll. Aber wir können es uns kaufen. Das ist doch schon mal was. Hat das Ding jetzt eigentlich schon bewährt? Nein, da hat noch nichts. Alles klar. Das ist übrigens eine Achterbahn. Wo wir den Wagentyp ändern. Auf die hier, weil dann passen hier viel mehr Sachen rein. Ja. Das ist praktisch. Das sind so ein paar kleine Tricks, die man unbedingt kennen sollte. Dass es platzsparende Wägen gibt und weniger platzsparende Wägen. Uns fehlt noch der Topspinner. Warte, dann bauen wir es auch noch hier hin. Dass wir auch noch hier schön den Eingang und den Ausgang haben. Oder auch nicht. Okay, das ist jetzt natürlich schade, dass es nicht so gut funktioniert. Ich wollte eigentlich, dass sich das Terrain anpasst. Aber das funktioniert wohl nicht. Und jetzt haben wir nun auch schon so ziemlich alle Bahnen, die wir bis jetzt bauen können, glaube ich. Deswegen müssen wir noch die Forschung hier weghauen. Wasserbahn brauchen wir auch nicht, okay. Alles klar. Und let's go.